geil. Magic, wie funktioniert das? Da sind einfach Löcher drin, aber es kommt nichts raus. Den muss ich jetzt anrufen dafür. Hallo? Hallo? Holger? Hallo? 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 Junge, in welchem Dorf lebt der Junge, Digga? Ich geb dieser scheiß Klimaanlage. Ich bin krank geworden. Ich dachte jetzt, was wäre ein Mailbox, ne? Bruder, wer geht so spät noch ans Telefon? Das Ding ist, wenn du so lange brauchst, um ans Telefon ranzugehen, dann geh lieber gar nicht ran. Dann soll lieber Mailbox rangehen. Sehr interessantes Video auf der Startseite. Und zwar von Tom SPRMM. Eine Nacht am gefährlichsten Ort Deutschlands. Und wir sehen es direkt im Thumbnail. Es geht um die Stadt Frankfurt. Ist ja richtig Trend geworden jetzt. Entschuldigung, hast du vielleicht 50 Cent irgendwas für mich? Verpiss dich, du Hurensohn, sagt er zu mir. Was soll denn die Scheiße? Aber er ist schon mal perfekt gekleidet, ne? Also Löcher in der Hose, dann noch so ein Schlafsack. Perfekt. Verpiss dich, du Hurensohn, sagt er zu mir. Was soll denn die Scheiße? Lass ihn mal. Nein, er macht nichts. Lass ihn doch mal, warum? Mach mal zurück, Digga, Alter. Dreh mal nicht durch. Du streust mich an, du kommst her, du fasst mich an. Geil, es gibt Stress. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Freunde, ihr seht, Frankfurt Hauptbahnhof, Freunde. Ich bin ein bisschen zerrupt. Ihr könnt euch das Ganze mal angucken, denn wir haben auf jeden Fall gerade ein bisschen präpariert, Leute. Denn heute machen wir eine Nacht im schlimmsten Viertel in Frankfurt. Ich habe mich ein bisschen prepared, Leute. Ihr seht, ich habe Schlafsack dabei und so eine kleine Matte, Leute, damit... Okay, also er will wirklich eine Nacht dann komplett auf der Straße schlafen, Digga. Interessant. Also ich hatte auch einmal vorgehabt, in Thailand so ein Video zu drehen, wo ich sage, kaum einen Tag lang obdachlos auf der Straße. Wir sind aber nicht dazu gekommen irgendwie, keine Ahnung warum, aber es ist interessant auf jeden Fall. Auf den kalten schlafen müssen. Ich muss euch sagen, es ist echt kalt geworden. Heftige Herausforderung für mich. Ich sag euch ehrlich, es ist sehr, sehr schwierig und diese Aufgabe wollte ich einfach einmal in meinem Leben machen. Und wir haben ja schon mal letztens gesehen, was hier in Frankfurt so abgeht. Ich will jetzt aber wirklich aus erster Hand sehen, wie es ist. Nicht nur dieses, man fragt und man bekommt Antworten und so weiter. Sondern man sieht wirklich... Danke, Bro. Ich hätte es ohne dich nicht gewusst. ...wie das Leben hier ist. Und vor allem, wenn man so aussieht wie ich gerade und abgecrackt ist. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir gehen erstmal los. Ich habe übelst Hunger. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen erstmal ein paar Kröten zu machen, ein bisschen irgendwie an Geld zu kommen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Okay, Leute, ich versuche erstmal irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen. Ich sag dir schon, auf den ersten Metern, die machen alle einen Bogen um mich und fühlen mich hardcore eklig. Aber erstmal versuche ich ein bisschen an Kröten zu kommen. Er ist doch hier. Perfekt. Direkt einfach ein Fahrrad klauen und verkaufen. Entschuldigung, haben Sie bitte eine kleine Spende? Entschuldigung. 1 Euro oder so? Aber nicht. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Entschuldigung, hast du vielleicht ein bisschen Geld Moin, für mich? Tom. 50 Cent oder so? Wie geht's denn dir, Tom? Der Bruder gehört für mich. Könntest du mir vielleicht ein bisschen helfen mit einer kleinen Spende? 50 Cent oder irgendwas? Warum nicht? Entschuldigung, der Herr, können Sie mir vielleicht helfen mit einer kleinen Spende? Er denkt sich halt, small, Digga, lass mich einfach weitergehen. Das Ding ist halt schwierig, ne? Ich glaube, die meisten sagen da Grund, also ich glaube, die meisten würden da grundsätzlich kein Geld geben, Digga. Also man wird ja tagtäglich so angesprochen, so. Damit hätte er sich auf jeden Fall irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Aber es ist halt einfach gang und gäbe und das machen die Leute. Deswegen war gut, dass... Ach ja, ganz ehrlich, ja, scheiß drauf, brauchst du gleich rein. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen mit einer Spende? Boah, war einfach so ein Wackelkopf, Digga. Boah, Bruder, ist das... Die Legenden sagen dir, dass er heute immer noch seinen Kopf wackelt. Und einer ist im Rückwärtsgang. Ekelhaft. Die geben mir so Körbe, ne? Ich sag dir ehrlich, so widerlich. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein bisschen Geld für Essen für mich? Irgendwie 1 Euro oder irgendwas? Das ist, ich gebe auch ganz, ganz selten Geld, ne? Wirklich. Also wenn du einer Person wirklich helfen willst, dann musst du schon irgendwie sagen, ey, komm, ich nehme dich mal an die Hand und wir gehen ganz kurz zum Bäcker oder so und man holt dann der Person etwas zu essen, weil du weißt heutzutage nicht mehr, du gibst irgendeiner Person 5 Euro und du weißt nicht, ob er dafür Drogen das Geld ausgibt oder für andere Sachen. Deswegen, wenn du willst, dass er auch was davon hat, im Sinne von Essen, dann halt wirklich einladen beim Bäcker. Kannst du mir vielleicht... Ich weiß, ich hatte eine Situation, da habe ich jemandem Geld gegeben, ich glaube 2 Euro oder so und, ne, was war das? Ich hatte einmal Karte, ich hatte nur Karte, ne? Und hat mich immer angesprochen nach Kleingeld und ich meinte, nee, ich habe kein Kleingeld, ich habe nur Karte. Und Bruder, er sagt auch noch auf ganz dreist, dann lass doch zum Bäcker und kauf doch da dann was mit Karte. Wo ich mir geil teils Maul, Digga. Kannst du mir was geben? Entschuldigung, hast du vielleicht 50 Cent irgendwas für mich? Verpiss dich, du Hurensohn, sagt er zu mir. Boah, Digga, sowas Entwürdigendes habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, in Frankfurt ist es nochmal eine Nummer ein bisschen schlimmer, Digga. Und vor allem, wenn man das bei Nacht macht. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen mit einer kleinen Spende, irgendwas 50 Cent, ich will irgendwas zu essen holen. Warum hilfst du mir nicht, bitte? Ich möchte einfach nur was essen heute noch. Ja, aber das wollen viele und wenn ich jedem was geben würde, dann wäre ich hinterher arm. Es tut mir echt leid, ich finde es scheiße, dass Leute so Probleme haben, aber ich kann es mir auch nicht leisten.
kein Problem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Entschuldigen Sie der Herr, könnten Sie... Er war aber trotzdem korrekt, er war ehrlich, war korrekt und hat ihm einfach straight gesagt so. Vielleicht ein bisschen was geben, dass ich mir was zu essen kaufen kann, oder haben Sie was zu essen für mich? Alter, das erste Geld. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön, sehr, sehr lieb von Ihnen. Schönen Abend wünsche ich Ihnen, danke. Okay, Freunde, der erste alte Mann hat sich ein bisschen erbarmt. Wir haben jetzt 1,20 gerade. Ich muss dir sagen, es tut schon weh, Digga. Aber ja, die Masse macht's, ne? Also wenn nach 10 Stück einer Ja sagt, hast du halt einmal Glück gehabt. Und deswegen musst du halt 1000 Mal fragen. Ist halt krass, ne? Wenn du überlegst, Digga, die betteln quasi nach dem Geld. Und man hat ja gesehen, wie schwer das im Endeffekt ist. Und wenn die dann ihre 5, 6 Euro draus haben, machen die meisten den Fehler und holen sich Alkohol, Digga. Was ich überhaupt nicht verstehe, so, weißt du? Wenn du dann wirklich dann was holst, so essenmäßig, würde sich das ja wirklich lohnen. Aber die meisten greifen halt echt zum Alkohol. Probier's noch ein bisschen weiter. Entschuldigung. Boah, Digga, was für ein Bogen sie um mich macht. Könntest du mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Ich habe Hunger und ich habe noch nichts gegessen heute. Kannst du mir ein bisschen was geben? Oder hast du Essen da? Komm, Spam, oder? Was? YouTuber, oder? Nein, ich brauche ein bisschen Geld. So, oder? Bruder, der spricht nicht mal Deutsch, aber frag mich, ob ich Tom Supreme bin, Digga. Da fragt man sich auch, was los ist. Entschuldigen Sie, Herren, könnten Sie mir vielleicht ein bisschen was weiterhelfen? Ich habe heute Hunger und ich habe extrem Hunger. Okay, Leute, ich will ein bisschen meine Strategie ändern. Ich sage euch ehrlich, ey, die behandeln dich wie ein Stück Scheiße, Digga. Ist das so schlimm? Ich habe das ja schon mal gemacht in Berlin, aber da war das... Und überleg mal, der ist halt nur schlecht gekleidet, ne? Es gibt aber Leute, die sehen, die haben gefühlt nur noch einen Zahn im Mund und haben überall offene Stellen. Da siehst du wirklich, okay, die nehmen wirklich Drogen, konsumieren tagtäglich Drogen. Natürlich hilft man solchen Leuten in solchen Situationen nicht, weil man sich denkt, ey, das Geld geht so in Drogen. Aber der sieht ja halt wirklich nur schlecht gekleidet aus. Der hat eine reine Haut. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute alle so Welle machen. Das hat sich so doll wehgetan. Frankfurt tut schon weh, Digga. Warum beleidigen die einen, wenn man schon am Boden ist? Ich verstehe es nicht. Komm, lass einfach weiter probieren. Bis jetzt haben wir 1,20. Vielleicht kann man da schon ein paar Brötchen bekommen, aber ich will vielleicht irgendwie auf 5 Euro, damit man ein gutes Abendessen hat, oder? Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen mit 50 Cent? Oder ich brauche noch eine Fahrkarte. Könntest du mir vielleicht ein bisschen helfen mit 50 Cent irgendwas? Entschuldigen Sie, könnten Sie mir... Bruder, einfach den hier. Entschuldigung, könntest du mir bitte mit 50 Cent helfen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Was? Hast du ein bisschen Geld? Ich habe noch nichts gegessen heute. Oh nein, leider nicht. Oh nein, ich nicht. Kannst du mir vielleicht mit 50 Cent helfen, was ganz ein kleines bisschen? Entschuldigung, der Herr, ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe keine Geld. Irgendwas zu essen oder irgendwas? Essen? Ja. Ich habe keine Essen gesehen. 20 Cent irgendwas oder eine Pfandflasche? Kleine Geld. Ich nehme alles, was Sie haben. Kleine Geld nicht. Kleine Geld nicht. Danke, danke. Das Ding ist, ich finde, es hat auch immer viel mit Respekt zu tun. Der eine Typ, der meinte, verpiss dich, du Huren, das ist einfach ein Hurensohn. Also das ist wirklich ein Hurensohn. Du musst ja keinem Geld geben, keiner zwingt dich, dass du irgendeiner Person auf der Straße Geld gibst. Aber dann sag doch wenigstens, nee, hab ich nicht, tut mir leid und geh einfach weiter. Aber die Leute, die dann wirklich grundlos einfach beleidigen und die Leute dann noch mehr runterziehen, als sie schon runtergezogen wurden, ist halt kellig. Kann auch nehmen, dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend wünsche ich Ihnen, danke. Tschüss. Erster, der mir ein bisschen Würstchen... Weil ich dachte, sein Zehner. ...gegeben hat. Ich sag mal so, das ist eigentlich schon mal entspannt. Wir können jetzt Brötchen holen, dann haben wir eigentlich schon eine Mahlzeit. Wollen wir das machen? Weil das ist mir echt ein bisschen unangenehm, Digga. Es tut schon ein bisschen weh. Komm, lass einfach ziehen. Okay, Leute, mir ist doch nochmal eine andere Idee gekommen. Bevor wir jetzt das Geld ausgeben, gehen wir einfach mal irgendwie bei einem Laden rein und fragen, ob die uns kostenlos einfach Essen geben, Digga, weil guck mal... Mach einfach eine Story, Junge, Instagram-Story, dann machst du kostenlos. Ist kurz vor Ladenende oder so, vielleicht geben die einfach irgendwas. Wir gucken einfach mal. Und übrigens, hier beginnt schon ein bisschen gruselig zu werden. Ey, aber wir sind... Alles gut, ey, lass ihn. Was soll die Scheiße? Nein, er macht... Oh, Bruder, Walla, die Leute habe ich gehasst. Ich schwör's dir, da könnte ich ein Lied von singen. Das sind Leute, die kommen einfach aus dem Licht. Die sehen das Licht, die filmen ja mit Licht. Das heißt, es ist auffällig. Dann sehen die Kamera und denken sich, hier wird irgendwie gefilmt. Die wollen sich irgendwie lustig über irgendjemanden machen. Und dann kommen irgendwelche Leute, die... Oh, der ist... Ich versteh's nicht. Er filmt dich nicht. Digga, mach zurück. Lass ihn mal. Digga, mach zurück. Lass ihn doch mal, warum? Mach mal zurück, Digga, Alter. Dreh mal nicht durch. Mach mal zurück. Ich kann es doch nicht. Mach mal keinen Schlüssel. Dieser Typ macht unnötig Probleme. Der filmt uns, sagt er. Er soll einfach weggehen. Die sind auch gerade weggegangen. Ey. Du schreist mich an, du kommst her, du fasst mich an, du tust dieses Ding rein. Ich hab gesagt, zeig mal die Kamera und dann wollte ich gucken, wo man zurückspulen kann. Komm mal her, Kameramann, herkommen. Jetzt löscht du alles, ne? Ich lösch gar nicht. Nein, lass doch einfach. Alter, ich sterbe, Digga.
Oh, Digga, das... Ich verstehe solche Leute nicht, Digga. Was war das denn? Ich glaube, man hat es ja gehört oder gesehen oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade noch weggerannt. Das Eklige, du weißt halt in solchen Situationen nie, was hat eine Person mit? Stell dir vor, der hat ein Messer, stell dir vor, der hat eine Spritze, Bruder, verspritzt dann wie so, macht Todesangst. Und stell dir vor, der sticht dir einfach ins Bein. Einfach HIV zu mitnehmen. Die hören nicht auf, Digga. Guck mal, normale Menschen, nach einem Konflikt, irgendwann ist vorbei. Bei denen ist, die machen immer weiter. Ich sag euch ehrlich, ich bin gerade ein bisschen Schiss, Digga. Ich will auch nicht wie so eine Pussy rüberkommen, aber Digga, diese Menschen, du kannst sie nicht einschätzen. Die sind unberechenbar, Walla. Also das Ding ist, ich sag dir ehrlich, wenn ich da selber rumlaufe, auch Drop-In und so, wenn ich da vorbeilaufe, ich hab selber Schiss. Es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, die hauen dich alle kaputt oder sonst was. Die meisten stehen unter Drogen, unter Alkohol. Das heißt, ne, da machst du einmal diesen Zack und dann ist vorbei, aber du weißt halt nicht, was die dabei haben. Und die machen es halt. Die denken nicht drüber nach, weil die wissen ganz genau, die haben nichts zu verlieren. Okay, Digga, wir holen uns erstmal was zu essen, oder? Auf den Schock, Digga. Ja, mal gucken, Digga. Ja, sagt der arme Kameramann, Digga. Was ist das? Oh ja. Unser ganzes Geld ist quasi aufgebraucht. Ich musste auch noch mal jemanden nach 10 Cent fragen, damit wir überhaupt uns das Wasser leisten können. Ich würde sagen, wir ballern uns jetzt erstmal unser Brötchen. Das ist jetzt unser Arm. Ich weiß nicht warum, ne? Ich weiß, ich bin da der einzige Mensch gefühlt, glaube ich. Aber der hat ja jetzt von diesem Typen diese Würstchen geschenkt bekommen. Ich könnte diese Würstchen jetzt nicht essen, Digga. Auch die sind verpackt, aber die, ich weiß nicht. Ich habe einen ekligen Tick. Essen. Die waren im Rucksack einfach drin, von irgendeinem Typen. Deswegen ekelt mich das schon an. Nichts, komm, lieber die Runden, Digga. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, ich schaffe. Aber es war trotzdem eine krasse Aktion von dem Typen, dass er sagt, ey, ich habe kein Geld, ich kann dir aber trotzdem irgendwie Würstchen geben. Wie gesagt, alleine nicht. Wir müssen jetzt mal nach jemand gucken, der uns vielleicht irgendwie ein bisschen helfen kann. Ich meine, ihr kennt die Straße hier, guckt euch das mal an. Hier ist halt einfach krass. Ich glaube, ihr wisst alle, was hier abgeht, Leute. Hier werden halt Spritzen verteilt, so. Heute ist auch echt ziemlich viel los. Ich hoffe, wir treffen irgendjemanden, mit dem man sich korrekt unterhalten kann, der uns vielleicht ein bisschen zeigt, wo man überhaupt schlafen kann oder so. Deswegen habe ich mir hier jemanden geholt, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Wir gehen aber erstmal ein bisschen zur Seite und quatschen erstmal ein bisschen, dass du mir ein bisschen was erzählst. Lass ja, mir vielleicht einen Rat geben oder... Das Leben ist da auch nicht einfach, weil das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, du kannst ja auch nicht entspannt einfach irgendwo schlafen. Stell dir mal vor, du hast ein bisschen Kleingeld gesammelt und du schläfst da irgendwo, hast deinen Sack, deinen Schlafsack und was weiß ich was, liegst irgendwo in der Ecke und dann kommt irgendein anderer Obdachloser oder irgendein anderer Junkie und klaut dir das Geld, weißt du? Du bist da auf jeden Fall nicht sicher und da werden auch, ja, wie gesagt, viele Leute mal abgezogen. In den 10 Jahren, die ich allein auf der Straße gelebt habe, was erzählen, ja. Je nachdem, wie das Thema halt ist, was ihr halt wissen möchtet. Wie siehst du denn meine Chancen, dass ich hier heute überhaupt schlafen kann? Für Schlaf würde ich sagen, würdest du zu neugierig sein, zu aufgeregt, würde dich wahrscheinlich den letzten Nerv kosten, wenn du das noch nicht kennst. Ich würde dir auch empfehlen, leg dich ein bisschen abseits von den Leuten ein bisschen weg. Die Erfahrung auf den 10 Jahren Straße war, such dir einen Platz, der überdacht ist, wenn du, wenn es nachts regnet, du hast keine Wechselklamotten, du frierst. Du kannst nichts machen, du bist dran wie ein Durch, wenn du nachts nass wirst, du kannst nichts machen. Bei den Temperaturen nicht gerade angenehm. Wie hier zum Beispiel, da kannst du dich hinlegen, ist überdacht. Ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen umgeschaut nach einer Person, die mir vielleicht ein bisschen helfen kann. Ich habe ihn jetzt gesehen, du hast gerade ja auch selbst konsumiert. Ich habe das auch mit angesehen, was du ja gerade gemacht hast. Es ist halt krass, also du hast da deine Pfeifen dabei, du hast da deine Spritzen dabei. Oh, Digga, er hat das auch noch gesehen. Das Ding ist, mich interessiert das auch immer. Ich wäre jetzt nicht eine Person, die da weggucken würde und sagen würde, boah, ich habe da keine Nerven für. Ich gucke mir das auch an, aber nicht, weil ich sage, ich interessiere mich und ich will das auch mal, sondern... Ich finde es einfach nur interessant und man sollte diese ganzen Drogen, finde ich, respektieren. Also auch Kokain und Spritzen und was weiß ich was. Also ich würde jetzt nicht direkt daneben stehen und sagen, Bro, zeig mal und so. Aber ich würde es mir auf Entfernung angucken wollen, einfach um die Erfahrung zu sammeln, ohne selber die Erfahrung machen zu müssen, weißt du? Dann säuberst du die und dann machst du mit Feuer, spritzt du dir das rein. Ich habe auch deinen Bauch gesehen und du hast ja auch eine Wunde am Bauch. Das letzte Jahr seit 2020 hat es mich schwer erwischt. Ich habe durch den intravenösen Konsum auch gewisse Abszesse gehabt. Habe dadurch jetzt... viele Folgeschäden, ja. Bruder, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich sehe immer Sachen. Ich dachte, es wäre hier sein Fuß. Ich dachte, sein Fuß ist so im Schneidersitz mäßig, aber halt gebogen. Es ist absolut Wahnsinn, ja. Aber willst du mal deine Utensilien ohne Inhalt zeigen? Was da vielleicht? Wie funktioniert denn sowas? Man kriegt frisches Besteck, ja. Man kann es tauschen, man kann es kaufen. Ja, man bekommt die Spritzen, man bekommt die Nadel. Das ist ja auch das Gefährliche, die benutzen diese Spritzen untereinander, ne? Das heißt, wenn da 4, 5 Leute sind, die teilen sich die Spritzen und dadurch entstehen auch diese ganzen Krankheiten. Weil wenn einer eine Krankheit hat und die Spritze weitergibt, ist vorbei. Alles, was dazugehört, man bekommt die Tupfer, man bekommt die Reinigung für die Haut. Und wie läuft es dann? Man organisiert sich so und so viel Geld oder auch nicht, ja. Man fragt nach Material, ob es jetzt Heroin ist, Kokain oder sonstiges. Ich nehme das Zeug, ich haue es mir in den Löffel, ja. Es kommt Ascorbin dazu, das kriegen sie auch. Ascorbin dient
dazu, dass sich die Materie in dem Sinn auflöst, verflüssigt. Und wenn sie es dann abgekocht haben, dann ziehen sie es durch so einen Filter. Ja, sie haben es dann in dem Moment gebrauchsfertig in der Pumpe, in der Kanüle. Da spritzen sie das einfach in die Vene rein, oder was? Mit, je nachdem, mit welcher Größe von Nadeln sie sich treffen. Okay, Leute, wir haben nochmal eine andere... Boah, Bruder, das ist krank, sowas, Alter. Also ich kann jedem davon abraten. Ich würde es auch niemals ausprobieren. Und wenn dich irgendjemand fragen sollte, so, ey, willst du auch mal testen, das ist voll geil, würde ich immer nein sagen. Dame kennengelernt. Wie heißt du? Ich heiße Alex. Ich habe Alex gerade auf der Straße einfach angesprochen. Es war gerade ganz schlimm für mich. Ich habe gerade einfach eine nackte Frau gesehen. Die hat sich einfach gerade komplett ausgezogen und hat irgendwas gesucht in ihrer Unterhose oder so. Es war... Deswegen ist er auch so aus der Puste und seine Haare so ein bisschen... nass. Käfer gesucht, die Frau. Käfer? Ja, wenn sie sich einen Druck macht, hat sie Paranoia. Ich bin gerade echt ein bisschen raus, Digga. Das hat mich gerade übelst verstört. Auch eine Frau, die einfach ihr ganzes Zeug verloren hat und heulend vor mir stand und einfach nur gefleht hat, dass ihr irgendjemand Sachen zurückgibt. Warst du schon mal obdachlos hier? Ja, ich war schon obdachlos. Ich habe in Parkhäusern geschlafen oder ich habe in alten Häusern geschlafen. Jetzt wird es halt langsam kalt, also jetzt würde ich schon empfehlen. Oder du kannst bei der U-Bahn, wenn es dann aufhört, die S-Bahn hört ja irgendwann auf, ja? Wo die Gleise am Mann sind. Ach so, ja. Da kann man so hinten rein. Yeah. Ja, da sind manchmal die Dinge offen, da kann man drin schlafen, aber es ist halt scheiß schmutzig. Und irgendwann hast du so einen Tiefschlaf nach 2 Tagen nicht schlafen, dass du auch die Bahn nicht hörst. Aber geh lieber ins Parkhaus, das macht um 12 aber zu. Bist du selbst süchtig? Ja. Ja, ich rauche Stein und ich mache Heroin. Mit einer Nase. Deswegen, mich würde immer interessieren, wie die Leute da reingeraten sind, Digga. Es gibt so viele Schicksalsschläge. Ist es genauso, wie wenn man sich spritzt oder ist da ein Unterschied? Nein, überhaupt nicht. Also wenn man sich spritzt, bist du so auf einer 10 und wenn man es Nase macht, bist du so auf einer 2. Ja, aber ich habe aufgehört zu spritzen vor 7 Jahren, weil irgendwann sieht man dann halt ein bisschen scheiße aus, ne? Darf ich fragen, wie alt du bist? 29. Du bist seit... Oha, Digga, die sieht nicht aus wie 29. 10 Jahren, also mit 16? Mhm. Wolltest du hier Drogen nehmen oder was? Nein, ich wollte einfach... Keine Ahnung, was man mit 16 wollte. Mit 16 weiß man nicht, was man will. Da fährt man einfach irgendwo hin und denkt, ich will nicht mehr zu Hause sein und scheiß der Hund ruft, ja? Ja, und irgendwann denkt man dann, ach, das ist bestimmt nicht so schlimm, wie alle machen. Ja, ich probier's doch mal. Und ehe man sich versieht, ist man dann drauf. Ja, und ehe man... Das ist das Ding. Die hat angefangen mit Probieren. Man sagt ja, probieren geht bei Studieren, aber manche Sachen würde ich im Leben nicht mal probieren. Man sammelt ja in gewissen Situationen Erfahrung. Aber solche Sachen musst du nicht machen, um Erfahrung zu sammeln, sondern die Erfahrung hast du einfach auf der Straße. Das heißt, wenn du so eine Frau siehst, die gerade darüber spricht, hast du ja schon die Erfahrung mitbekommen, ohne es selber machen zu müssen. Und du siehst, es fängt an mit Probieren und die Dinger machen halt schnell abhängig. Das heißt, guck mal, was jetzt aus dir geworden ist. Wo ich kann nicht mal reden, mein Hals. Für sie ist man 25 und dann ist man irgendwann 29 und dann denkt man so, ja, okay, gut, jetzt bin ich hier. Und willst du damit aufhören? Nein. Warum nicht? Aber das ist das Ding, die Leute sind auch zu stur. Die haben sich schon dran gewöhnt und auch ohne können sie gefühlt gar nicht mehr weiterleben und jetzt sagen die einfach knallhart nein. Weil ich keinen Grund habe. Aber denkst du nicht, wenn du dir die anderen anguckst, dass... Die alle sind noch nicht so lange da wie ich. Ich bin wirklich 30 Jahre. Ich habe wirklich jede Frau, die hierher gekommen ist, habe ich gesehen. Jeder, du sagst, du hast Mitleid. Ich habe null Mitleid mit niemandem, ja? Jemand, der beklaut wurde, ist selber schuld, ja? Weil er dort eingeschlafen ist und hat sich beklauen lassen. Jemand, der sich nackt auszieht und Käfer sucht, ja, ist auch selber schuld, weil sein Kopf nicht funktioniert und er Psychosen hat. Psychosen hast du nur dadurch, dass du, dass irgendein Fehler in deinem Kopf ist. Paranoia bekommst du, wenn du gierig bist oder Kokain tut ja nichts erschaffen, sondern nur verstärken. Das heißt, egal welches Gefühl oder welche Emotion du in dir hast, tut es verstärken. Das heißt, Drogen verändern dich nicht. Drogen holen das, was du bist, heraus. Das heißt, jeder Mensch, der sich zum Beispiel so gehen lässt, das ist jemand, das ist eine Art Borderline in meinen Augen. Die tun sich doch selbst zerstören. Also ich denke mal, es ist so, weil schau mal, ich nehme schon so lange Drogen, ja, und ich sehe immer noch normal aus und alles ist cool. Du kannst mit alles aufhören, was du willst, wenn du willst. Ich habe auch 2 Jahre kein Heroin genommen. Jein, also wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich auf jeden Fall denken, dass sie Drogen konsumiert. Also man sieht ihr das auf jeden Fall an. Sie sieht aber, wenn man sie vergleicht mit anderen Personen, noch normal aus. Da hat sie recht, aber ich würde sie trotzdem erkennen. Hier gewohnt. Es hat nichts damit zu tun, wenn ich hier wohne, ich bin rückwärtig. Nein, wenn du willst, dann willst du, wenn nicht, dann nicht. Und ich will nicht, ich habe keinen Grund. Warum sollte ich aufhören? Was soll ich machen? Ich habe keine Familie, kein, nix. Aber hast du nicht den Wunsch nach... Ich glaube, deswegen ist sie auch da in diese Scheiße reingerutscht, ne? Ich glaube, sie hat das Ding auf negativer, wie sagt man, mit negativen Gedanken angefangen zu probieren und ist dann irgendwann da reingerutscht. Also wenn sie selber sagt, sie ist damit zufrieden und sie fühlt sich so wohler, dann sollen sie machen so. Aber ich kann einfach nur den meisten raten, dass sie versuchen sollten, da rauszukommen. In einer normalen Familie, so wie es jeder hat, also ein also Mann, ganz ehrlich, ein Kind zu haben. Nein, ich habe nicht Lust, irgendwo in irgendeiner Vorstadt zu wohnen, dass mein Mann dann mit 50 abhaut. Wie gesagt, würdest du sagen, du kannst hier dein Glück finden auf den Straßen? Das ist irrelevant, wo du bist. Es liegt an dir selber. Du machst dir deine Realität und deinen Alltag selbst. Egal, ob du hier sitzt oder ob du in einer Villa sitzt. Das stimmt. Man kann auch in einer Villa unzufrieden sein. Genau. Ja, ich bin halt gerade zufrieden. Ich habe gerade nichts. Man muss halt irgendwie dieses Mittelding finden, weil es gibt auch Leute, die sind steinreich, wirklich bis zum geht nicht mehr, aber haben keine Familie. Das heißt, die sind komplett einsam, haben das ganze Geld, aber... Was bringt dir das ganze Geld, wenn du im Endeffekt dann auch einsam bist? Also man sollte so ein Mittelding finden. Ich finde, man sollte viel Geld verdienen, aber auch viele Sachen pflegen, die man nicht mit Geld kaufen kann. Das heißt,
Familie, Liebe, Freundschaft, sowas. Du hast gesagt, du bist 13 Jahre hier. Was waren so die heftigsten Sachen, die du miterlebt hast? Zum Beispiel sind Freunde gestorben oder hast du... Hier gibt es keine Freunde, ich sag's dir ehrlich. Es sind Bekannte von mir gestorben, aber das rührt in mir gar nichts. Nicht, weil ich eiskalt bin, nicht, weil ich herzlos bin, sondern man ist zwar hier zusammen 24 Stunden, aber jeder ist für sich selber. Das heißt, auch wenn der Mensch, den ich jetzt zum Beispiel 5 Jahre lang jeden Tag gesehen habe, am 6. Jahr stirbt, rührt es auch in den anderen nichts. Ein Junkie ist mit sich selber beschäftigt. Wir machen... Ja, aber dann meine ich, guck mal, das, dann widerspricht sie sich aber einerseits, weil sie sagt ja, wenn sie eine Person 5 Jahre lang kennt, die Person dann stirbt, dann juckt sie das nicht. Das heißt ja im Endeffekt schon, dass sie irgendwie kalt ist, dass ihre ganzen Gefühle irgendwie absterben. Weißt du, was ich meine? Weil ein normaler Mensch oder beziehungsweise ein Mensch ohne Drogenkonsum und ohne Drogenintus, das würde ja die Person verletzen. Weil du kennst eine Person 5 Jahre lang, die stirbt am 6. Jahr. Da würdest du ja nicht denken, ach, scheiß drauf, ist er halt tot. Sondern du wirst dir Gedanken machen, du wirst traurig sein und sie halt ganz, und sie ist halt genau das Gang. Und sie ist halt genau, hallo! Und sie ist halt genau das Gegenteil. Ist hier deswegen, ja, weil wir uns nicht mit unseren Problemen, unserer Realität beschäftigen wollen. Weil du so sehr damit beschäftigt bist, immer wieder was zu suchen, dass du dich nicht mit den eigentlichen Problemen beschäftigen musst. Du kriegst eigentlich gar nicht so richtig mit, was um dich herum passiert. Deswegen nehmen wir es doch. Ich habe gesehen, dass Frauen sehr oft hier mit ihren eigenen Körper verkaufen, um an Geld zu kommen. Das geht hier gar nicht mehr, das geht nicht mehr. Ich bin anschaffen gegangen 4 Jahre, aber weil ich das machen wollte. Ich habe das gemacht schon vor den Drogen, ja. Und jetzt habe ich aufgehört dann mit der Arbeit, weil ich die Arbeit nicht mehr machen will. Deswegen bin ich nicht so kaputt gegangen. Verstehst du? Aber wenn die Frauen das machen, weil sie es unbedingt müssen, ist klar, dass wenn sie davon freier kommen, sich dann so kaputt machen und so herum... Junge, scheiß Klimaanlage im Auto, Junge. Nie wieder mache ich die Klimaanlage im Auto an. Warte, Wille, ich leg mich lieber aufs Autodach mit 300, Junge. Dass sie ihr Körper selber kaputt machen, weil sie sich dafür hassen, dass sie den Körper hergegeben haben. Wie viel hast du denn damals genommen, zum Beispiel für also ich Akt find, also, für... also ich finde, wenn du jetzt draußen bist, ja, yeah. ist 20 bis... mit 30 okay, weil du bist ja draußen, kannst nicht ausziehen, alles nur so. Wenn du ins Zimmer gehst, finde ich, ist 30, 50 okay. Was ich mich immer frage, ist, wie sieht dieser Typ Mensch aus, dieser der das Typ macht Mensch mit dir? Sieht so aus, mit, von diesen normalen, braven Familien, von denen du gerade redest. Yeah? Aus der Vorstadt oder von irgendwo, irgendwelche 19- bis 25-Jährigen, die dann ganz cool sind und meinen, ja. Die sich selbst ein bisschen pushen wollen. Genau, oder? Genau, ja. Also ihr müsst euch doch richtig am Elend dieses Menschens hochziehen. Also ja. Nee, aus, einfach auch aus Frauenhass oder selbst, keine ja, Ahnung ja. was. Aber die Frauen sind selber schuld, wer mitmacht. Ich habe mit niemandem Mitleid. Du kannst immer ja oder nein sagen. Wir haben jetzt 1-2 Interviews geführt. Ich habe Nelly gestern schon mal angetroffen. Ich wollte eigentlich mit ihr drehen. Wir haben uns verabredet, aber sie war echt komplett am Arsch. Sie hat gesagt, sie war im Knast gewesen. Sie war komplett entzügig und war richtig am Arsch. Ich sehe hier die ganze Zeit so kranke Sachen. Nackte Menschen, 19-jährige Prostituierte. 19-jährige? Hä? Was? In Portugiesisch. Cristiana. Okay. What do you do here? Oh, I'm Bunny, Bunny. Was? Bunny coming for German. Kann jemand übersetzen? You want to have fun? Very fun. Yes. Fast. You fuck me. Tom, denk bitte nach. Das Geld, was du dir jetzt erarbeitet hast auf der Straße, gib es jetzt nicht aus. Nicht für sowas. No. All time in Frankfurt, Ficky Ficky. Yes. Okay. The Blaser. Ich sehe schon gleich von Tom. Ja, wir müssen jetzt hier einmal einen Cut machen, weil der Kamera meinte, dass der Akku leer ist. Wir müssen einmal den Akku wechseln. Nächster Cut, andere Location. You open for me? I change. I need this to speak another time. But Portuguese is Cristiano Ronaldo in a sexy aura. here for you. I love this. Yeah, thank you. Yeah. Ja, ja, ja. Ist die? Ja. Oh, Bruder, warte, die ist ja absolut ekelhaft. Scheiße! Okay, have a nice day. Ja, good now. Gute Nacht. You gute Nacht. Der Kamera-Mann liebt sein Leben. Ja, okay. Ihr seht's halt live so. Ey, ich weiß nicht, hier geht so viel kranke Scheiße. Aber wenn ihr das sehen könntet, was ich gesehen habe, ihr würdet nicht mehr klarkommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter, suchen uns unseren Schlafplatz. Ja, versuchen wir einfach irgendwie noch die Ruhe zu finden. So. Tor gefunden. Weil ich habe das Gefühl, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Komm mal rein, Digga. Warum nicht hier? Und ich kann hier einfach mich hinlegen. Das Ding ist jetzt mal angenommen, er schläft da jetzt, ne? Für 2, 3 oder 4 Stunden, sagen wir mal jetzt, ne? Um einfach Schlaf zu finden. Was macht in der Zwischenzeit der Kameramann? Legt er sich da auch hin oder geht er nach Hause? Leute, ich sag euch ehrlich, ist vielleicht 15 Minuten ist der Kameramann weg. Ach, der ist sogar weg. Okay, das ist krass. Dass er sagt, okay, der schläft da wirklich alleine. Ist auch mal so eine Sache, da musst du dich auch trauen für, ne? Oh, es ist krass. So hart, es riecht so nach Piss.
Es ist so laut und vor allem, was am schlimmsten ist, mir gehen diese scheiß Bilder nicht aus dem Kopf von den Leuten, die ich da gerade alle gesehen habe. Ich habe eine schwangere Frau gesehen, die Drogen nimmt. Ehrlich, ich kann es nicht. Ich fühle mich auch übelst einsam. Man könnte hier theoretisch schlafen, so mir ist warm genug und sowas. Und ich wünsche das keinem, dass er ruft jetzt meinen Kameramann an. Ich verziehe mich, ich schlafe heute zu Hause. Ich kann das nicht. Dem würde ich sagen, danke für 300k, Freunde. Weil man kann sagen, was man will. Da gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Krass, dass er es gemacht hat, dass er es durchgezogen hat. Er hat es jetzt nicht komplett durchgezogen mit Schlafen und so. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn ich in seiner Situation wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Weil, Digga, ich kann mir zu 100% vorstellen, ich kann auch zu 100% nachvollziehen, was er meint mit, du willst dich hinlegen, es ist nicht kalt, du könntest theoretisch von der Temperatur, könntest du voll easy schlafen. Problem ist aber, es stinkt, du hast noch die Gedanken im Kopf oder die Bilder noch im Kopf von ein paar Stunden vorher, dann hast du fühlst dich übertrieben einsam und die Gefahr besteht natürlich auch, dass irgendwelche Leute dich abziehen oder mit irgendwelchen Spritzen auf dich zukommen, weißt du? Deswegen ist schon gefährlich, man sollte es auf jeden Fall nicht nachmachen. Ich glaube, das schlimmste Gefühl, was ich mir vorstellen kann für Leute auf der Straße, ist einfach, dass sie sich übertrieben einsam fühlen. Einfach dieses ständige Frustgefühl. Das ist krass, Digga. Knock it.